willkommen zurück zu einer neuen Folge Styx Master of Shadows. Wir sind in Folge 29 und befinden uns aktuell im Versteck. In der letzten Folge haben wir ja das Level Aknash Atrium komplettiert. Zumindest die Diebeserrungenschaft haben wir geholt. Das heißt, wir haben alle Münzen eingesammelt. Und Alex war natürlich wieder super fleißig und hat den Rest dann auch nochmal offscreen schnell gemacht. Das heißt, wir haben auch die Schattengnade und Rasanz-Embleme freigeschaltet. Das war gar nicht so schwer. Also, wenn man das Level kennt, ist das echt kein Thema. Dann rennt man da im Prinzip durch, einfach an jedem vorbei. Dann tötet man niemanden. Man darf sich halt nicht erwischen lassen, nicht sehen lassen. Und muss halt schnell. Also, schnell ist man dann ja automatisch, wenn man einfach zack zum Ziel. Und dann ist man fertig. Das geht eigentlich relativ gut. Und wenn man Dieb macht, das Diebes-Emblem, dann kann man halt eben auch die ganzen anderen Sachen machen, sowas wie Töte Gottberg, plünder den Tresorraum, das gewünschte Buch für Oscar und so weiter und das Artefakt. Das kann man dann da alles machen, wo man halt sich viel Zeit lässt und die anderen drei Embleme dann eben gesondert in einem zweiten Durchlauf. Ich glaube, alle Sachen gleichzeitig, ich weiß halt nicht, ob kein Gegner getötet, ob Gottberg dazu zählen würde oder nicht, weil er ja ein eigenes Ziel ist, aber angenommen, er würde nicht zum Töten dazu zählen. Alle Embleme und Ziele in einem Durchlauf, das wäre, glaube ich, richtig, richtig hart. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann immer. Keine Ahnung, ist auch gar nicht mein Anspruch jetzt. Wir wollen einfach mal weitermachen. Wir haben hier fleißig alles gemacht. Gucken uns nochmal schnell unser Artefakt an. Yeah. Das war das aus dem ersten Level, diese Kette hier mit diesem riesigen Ding dran, mit dem Klotz dran. Und dann haben wir eben noch im zweiten, im Aknash-Atrium, diesen Kelch gefunden. Bei den Mutantenschaben. Bleh. So, hier liegt noch ein bisschen Zeug, so Wurfmesser, Goldharz und so weiter. Wir wollen aber Fertigkeiten leveln, deswegen gehen wir hier mal zu den Fertigkeiten hin. Ja, Heimlichkeit, Gewandtheit, Klonen. Klonen und Goldharz-Vision haben wir schon ein bisschen. Ausrüstung, Attentäter und Jäger. Jäger können wir immer noch nicht, ne? Ich weiß nicht, warum nicht. Das kriegen wir bestimmt irgendwann noch. Attentäter hatten wir uns, glaube ich, gar nicht angeguckt letztes Mal. Töten in Deckung. Du kannst deinen Gegner aus deiner Deckung heraus töten, sofern er sich nah genug befindet. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Kostet 40. Töten springend. Du kannst einen Gegner, der sich unterhalb von dir befindet, von oben töten. Alter, das ist ja super. Das brauchen wir auf jeden Fall. Sind schon mal 100 Punkte weg. Töten hängend. Du kannst einen Gegner töten, während du dich an einem Rand festhältst und sich das Ziel deines Angriffs genau über dir befindet. Auch nicht schlecht. Mörderischer Impuls. Du kannst einen klassischen Kill etwas weiter von deinem Ziel entfernt als bisher ausführen. Das weiß ich nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Weil die anderen drei würde ich glatt einmal nehmen für unsere Durchläufe, weil wir ja doch immer alle töten. Dann ist das doch sinnvoll, oder? Machen wir einfach mal. Wir nehmen das jetzt mal mit. Zack. Sind 100 Punkte weg. 770 Punkte weg. Ja, wir könnten das jetzt auch noch machen, aber ich will noch mal ein bisschen, duschen hier. Ausrüstung brauchen wir auf jeden Fall nicht. Heimlichkeit, was gab's hier? Geräusch. Nee. Ja, ich weiß nicht. Gewandtheit, nochmal kurz gucken. Weniger Lärm, wenn wir auf den Boden aufkommen, ist nicht so schlecht. Rollen und Ausweichmanöver sind effektiver. Genau, okay. Ja, okay, das Parieren ist einfacher. Du kannst Gegner im Fernkampf nur aus der doppelten Distanz angreifen. Also das erste ist schon nicht schlecht, da würde ich schon mal 20 für ausgeben. Klon, was war denn da das nächste, was wir kriegen können? Rauch doppelt so weit, Klon kontrollierst, kannst du ihn unsichtbar machen. Boah, das wäre natürlich auch ultra nice. Da bräuchten wir 150 für, weil wir die Fähigkeit davor ja aktivieren müssen. Wenn du die Goldharz-Vision einsetzt, das haben wir. Goldharz doppelt so lange, ja. Blickrichtung, das Sichtfeld der Goldharz-Vision ist um 50% erhöht. Oh. Ja. Ausrüstung, das war nur irgendwie ein Mehr von irgendwas tragen, ne?
ah, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, das brauchen wir echt nicht, das können wir ganz am Ende machen, wenn wir noch Punkte über haben. Also Attentäter mit der weiteren Reichweite, oder wir könnten halt eben hier das mit dem weniger Lärm, das ist ganz nützlich. Und das mit den Klonen ist natürlich auch ganz cool. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Was können wir denn davon machen? Also nicht beides, aber wir können ja zum Beispiel den und also den machen wir mal mit weniger Lärm, wenn wir auf den Boden aufkommen. So. Jetzt haben wir noch 100 Punkte. Dann machen wir einfach das mit dem Töten jetzt. Guck mal. So. Jawohl. Haben wir den mörderischen. Ach, wir können auch etwas verlernen. Gibt uns das dann Punkte wieder? Ja. Ach, guck mal, das ist ja cool. Alter. Hier würde ich gerne was von lernen. Von Jäger. Ich weiß nicht, was das ist. Naja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt so gut wie keine Punkte mehr. Wir können uns also aufmachen in die nächste Mission. Wir haben ja schon mit Oscar geredet. Der hat uns ja gesagt, wie wir zu den Gemächern von Lord Barrowman kommen können, indem wir uns irgendwie in einer Kiste reinschmuggeln lassen und wir sollen dann für ihn aus den Gemächern etwas klauen und irgendwen noch töten und die Leiche auch noch mitbringen. Hab den Namen leider vergessen, aber das macht nichts, das kriegen wir dann noch raus. Genau, das Versteck finden, da muss man einfach diesen Stein hier nochmal drücken. Dann ist diese Tür aufgegangen und das war das, was ich am Ende der letzten Folge verplant hatte. Deswegen habe ich so lange rumgesucht und hin und her und deswegen hat die Folge so ultra lange gedauert. Das tut mir auch leid. Hätte man glatt locker zwei draus machen können. Aber naja, hilft ja nichts. Müssen wir jetzt durch. Wir gehen auf jeden Fall auf in die nächste Mission. Und los geht's. Versteck verlassen, ja bitte. Beim Rennen hält die Wirkung von Unsichtbarkeit kürzer an als beim Gehen. Sag an Sesam, öffne dich, heißt die nächste Mission. Denke daran, die Leichen zu verstecken. Es wäre bedauerlich für dich, wenn eine Wache über den leblosen Körper eines Kameraden stolpern würde. Außer es war lediglich ein Unfall. Genau, man kann ja Gegner auch durch Unfälle töten, indem man eben, wo sagen wir mal, sowas wie einen Kronleuchter auf den Gegner rauffallen lässt. Das zählt als Unfall und dann können wir nichts dafür. Ja. First step, reach the docks where the governor's chests leave. Okay, wir sind in der neuen Mission. Sesam, öffne dich, 1 von 4. Du hast die Baupläne und brauchst nun den Schlüssel, um Zutritt zum Bauen zu bekommen. Der alte Barrowman versteckt ihn in seinen Gemächern. Um dorthin zu gelangen, bleibt dir nichts anderes übrig, als sich in einer Kiste zu verstecken, die von den Docks zu seinen Gemächern geliefert werden sollen. Der schnellste und sicherste Weg dorthin führt über den Viadukt. Sobald du in Barrowmans Gemächern bist, kannst du deinen Fähigkeiten freien Lauf lassen. Lautlos und schnell wirst du dem alten Mann das Fürchten lehren. Okay, also wir werden in dieser Mission zu ihm hinkommen. Und schon irgendwie wahrscheinlich, naja, ihm ein bisschen Angst einjagen vielleicht. Hauptziele. Gelange über den Viadukt zu den Docks. Wir sind wahrscheinlich gestartet jetzt gerade da unten rechts auf der Karte und wollen da nach oben links. Es gibt 10 Münzen zu finden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich für ein oder andere Minute in diesem Level verbringen. Und ein Nebenziel ist, finde die Verstecke der Schmuggler. Finde die Verstecke der Schmuggler. Na gut. Fertigkeiten, ja, hier können wir ja eh nichts leveln, ne? Können wir uns nur angucken. Können wir uns denn hier die Jägerfähigkeit angucken? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Halt, ich war noch nicht fertig. Das Artefakt gibt es in der Zone Docks. Wir sind gerade in der Zone Viadukt. Das heißt, wir brauchen uns um das Artefakt keine Sorgen machen. So, als allererstes gehen wir natürlich wie immer erstmal zurück. Hier ist aber tatsächlich gar nichts. Go on. Now
because it's you. Check my stocks. Don't follow me. Verdammt, hinter dem anderen her. Schnell, schnell, schnell. Sonst klaut er noch eine Fiole, die wir vielleicht selber für uns benutzen könnten. Das wäre ja doof, nicht wahr? So, wo sind denn seine Vorräte? Ist ja gar nichts. Ach Mann. Aha. Hä? Kann ich hier irgendwo noch einen Knopf drücken? Hätte ich den nicht töten dürfen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Halt, stopp, da war gerade was. Ja, ja, hier ist der Stein. Haha. Das ist sein Lager. Und hier ist garantiert eine Münze. Also hier muss eine Münze sein. Warum nicht? Das kann doch nicht sein, dass hier nur so eine olle Fiole ist. Oh, was war das? Das war das erste Versteck eines Schmugglers. Offensichtlich. Ah, okay. Alles klar. Und davon müssen wir also noch mehr finden. Deswegen ist hier keine Münze, weil das einfach unser Nebenziel ist. Na gut, okay, Versteck Nummer 1. Locker gefunden. Typ, komm mal kurz her. Kannst dich in deinem Versteck verstecken, dann wirst du wenigstens nicht enttarnt. Ne? So, kann ich hier auch nochmal wieder zumachen? Nee. Ja, dann bleibt es halt offen. Mir doch egal. Wollen wir uns mal umsehen. Okay, ich sehe noch 1, 2, 3 weitere Pfeile, die optionale Ziele markieren im Moment. Und einen, der zum Mechanismus führt, der wahrscheinlich irgendwie Richtung Versteck, also Richtung Viadukt führt. Aber wir wollen uns erstmal weiter unten umschauen. Wir sind hier noch nicht fertig. Da ist noch eine schlafende Wache. Um die müssen wir uns auch noch kümmern. Vielleicht direkt jetzt, bevor wir uns weiter um andere Sachen kümmern. Oh, oh. Aber wir machen das mal leise. Leise ist vielleicht besser, weil wir nicht wissen, ob hier nicht noch jemand in der Nähe ist, der das hören könnte. Licht kann trotzdem aus, ist hier nämlich ein bisschen hell, nicht wahr? So. Und immer dran denken, aha. Immer dran denken, ab und zu auch mal die Goldharz-Vision einzusetzen. Hier ist so ein Auge, aber hier ist kein Stein und kein nix, was ich drücken kann. Das ist einfach nur der Levelstart, oder nicht? Ich weiß nicht, warum der immer markiert ist. Vielleicht ist das irgendwann auch mal ein Rückweg zum Versteck und wird deswegen markiert. Das könnte ja durchaus sein. Alles klar, da können wir hochklettern. Das ist aber ja das, wo wir herkommen. Was ist das hier? Hoppa, ne? Hier irgendwas zu sehen. Nix, ne? Schade.
Aber auch kein Drama. Schon okay. Kommen wir mit klar. Wollen wir mal hier runter gucken. Ist da unten was? Nein? Kannst du mal für mich nachsehen, Freundchen? Guck mal nach, ob da unten was ist. Check mal aus die Lage da. Und? Wie sieht's aus? Oh. Er ist weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bestimmt wieder. Aber dann töte ich dich nicht. Ist ja dann der andere Durchlauf, wo ich Gnade als Emblem freischalten will. Ja, ja. Oh, war das eine Fackel? Nee, ne? Ja. Können wir jetzt unseren neuen Skill ausprobieren? Ach komm, der ist doch direkt über uns, vor uns. Och Mann. Jetzt hat er uns auch noch gefunden, natürlich. Das war doch scheiße, war das doch. Ich will nochmal. Komm mal kurz her, Freundchen. Mist. Na, hätte ich ja mal ein bisschen parieren üben können. Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Aus Versehen getötete Gegner zählen nicht als entdeckte Leiche. Naja. Okay. Mir doch egal. So, okay, hier wurde gesaved, direkt nachdem wir diesen Zettel aufgenommen haben. Das ist okay, dann haben wir ja gar nicht so viel verpasst. Legen wir den Typi hier nochmal rein, so. Tüdelülü, da kannst du dich hinlegen. Dann wollen wir erstmal nochmal wieder nach unten. Und den schlafenden Heini hier einmal abmurksen. So, tschüss. Doch, doch, das geht ganz flott mit dir. Und tschüss. So, du kannst deinem Kollegen mal ein bisschen Gesellschaft leisten, würde ich sagen. Und ja, ungefähr hier. Tschüss. So, dann machen wir nochmal schnell die Fägeln aus. Dunkelheit ist unser Freund. So, alles klar. Und dann sind wir ja quasi schon auf dem Stand von eben. Nicht wahr? Ich würde jetzt ungern hier, genau, ungern hier runterfallen. Da oben ist dieser olle Tipi, der uns nicht so gerne mag. Der ist auch kacke. Wieso? Wir haben doch extra diese Fähigkeit gelevelt. Ach man. Ja, machen wir ihn mal down. Da hinten links ist noch so ein Arbeiter. So. Tun wir dich hier in die Ecke. Das ist keine Fackel, die wir ausmachen können. Hier können wir auch hochklettern, guckt mal. Dreht er sich um oder bleibt er so? Der bleibt so, okay. Kurz speichern. Ge
Können wir den jetzt aus der Deckung heraus? Aus der Deckung heraus? Das wäre so cool. Zack, Alter. Geil, haben wir den Deckungskill gemacht. Das war nice. Hier ist ja noch das. Ne, da patrouilliert der Typi. Das wollen wir mal nicht da hinschmeißen. Dann legen wir ihn mal hier ab. So. Wer wurde getötet? Was? Hast du ihn gefunden? Du fiese Sau. Das war so nicht abgemacht. Geh mal bitte hier lang, dann kann ich dich vielleicht so von oben aus dem Sprung heraus. Das wäre witzig. Aber er will nicht. Oh, das ist ein dummer Fehler, da kannst du reingehen. So. Hier, leg dich mal dazu. So. Jetzt sollte euch ja eigentlich keiner mehr finden, oder? Alter, wie komme ich denn da rein? Komme ich da irgendwie rein? Noch scheint es mir darauf keine Hinweise zu geben. Gott, wir müssen doch auch mal eine Münze finden. Ist das. Das ist ja verrückt. Naja. Muss ja nicht sein. Da hinten steht noch einer. Und ich würde sagen, vielleicht sind wir hier oben ja einigermaßen safe. Dann können wir hier ein kleines Folgenpäuschen einlegen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, tschüss!